Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hermann Hohmann, Ostfriesischer Sielhafen. Der Deich liegt landeinwärts und umschließt im Halbkreise eine kleine Bucht. Es ist die Mündung eines Flusses, der hier nach langer Wanderung durch Moor und Marsch sein braunes Wasser ins Wattenmeer ergießt. Wo von beiden Seiten der Deich ans Ufer stößt, ist ein hohes, starkes Stauwehr eingebaut, das den Sturmfluten den Einbruch ins Land verwehrt und bei tiefer Ebbe das Wasser des Flusses staut, damit er schiffbar bleibt. Die Ufer des kleinen Hafens sind durch senkrecht eingerammte Bohlen vor dem Einbrechen geschützt. In regelmäßigen Abständen ragen baumstarke Pfähle aus dem Ufer hervor, an denen rundherum, wie Tiere in einem Stalle, die Schiffe festgebunden sind. Schwere, breite Frachtewer sind darunter, deren dicke Schiffsbäuche schief auf dem Schlickgrunde liegen. Die Ebbe ist vorüber. Das Wasser steigt langsam von der See her, aber die schwerfälligen Ewer kann es noch nicht heben. Nur die leichteren Fischerboote sind schon flott. Sie treiben in dem einströmenden Wasser langsam hin und her, zuweilen die plumpen Ewer anstoßend, als wollten sie die Faulen wecken.